Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und Lara Croft in der Endurance, in die wir zurückgekommen sind. Dem Schiff, in dem die Crew gestrandet ist. Wo ist der Rest des Teams? Wo kommt der denn auf einmal her? Ja, wir waren im Wasser und wollte an Bord. Das Schiff beginnt zu sinken. Wir können ihn einfach verstärken lassen. Wo kommt der denn auf einmal her? Leck mich am Arsch. Entschuldigung, aber. Hat er Bescheid gesagt? Haben die anderen das gehört? Ich hoffe nicht. Ich stehe da auf einmal vor ihm und er merkt es nicht. Wo sind die anderen? Warum ist hier Feuer? Werde ich beschossen oder... Irgendjemand schießt auf mich. Oder was? Hä? Was ist denn das hier? Da weiß doch irgendjemand Bescheid, oder nicht? Da unten. Okay. Ich denke die ganze Zeit, was ist das hier für Feuer? Und check das nicht, woher das kommt. Ich denke die ganze Zeit oben, unten, hä? Okay. Warum kann sie eigentlich die Türen hier nirgendwo aufmachen? Interessiert sie das gar nicht? Gut, dann gehen wir mal hier runter. Oh, spannend, jetzt hier in diesem Schiff zu sein. Gut, wir hätten ihn auch so platt machen können, sehe ich gerade, aber egal. Was müssen wir denn hier noch machen jetzt? Ach Gott. Wo guckt sie hin? Ist hier noch was, oder? Nee. Oh, hier sind doch bestimmt noch mehr Typen. Ich habe ein bisschen Angst wegen dem ganzen Strom hier. Scheiße. Alex! Bist du hier drin? Hallo. Komm schon, beweg dich, Alter. Los. Alex, bist du das? Lara, heilige Scheiße, was machst du hier? Oh. Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert, aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hol dich da raus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Alles klar. Da ist doch wieder so ein Seilhaken-Dingsbums. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie da raus, um sie freizukriegen. Okay, ich kann jetzt hier so... Nee, ich kann doch hier hoch, oder? Ja. Ich kann hier hoch. Da kann ich hoch. Dann muss das Ding nach links. Kann ich da hinspringen? Nee. Aber ich kann das bestimmt dahin schieben. Oder so. Moment, wenn ich das Ganze hier hinhole... Dann kann ich da hochklettern. Was hat er denn? Oh, also kann ich das nur so ein Stück herholen, oder? Nur ein Stück. Ja, aber dann schießt das voll weit dahin. Es soll hier in die Mitte, damit ich da auch rankomme. Er stöhnt schon voll. Aber was soll ich denn machen? Hier kann ich nicht... Ach, jetzt habe ich das
Ding dahin geholt? Hat mir das irgendwie was gebracht? Nö, natürlich nicht. Jetzt komme ich da gar nicht ran. Ach, Manu. Und jetzt ranhängen? Ja, ich bin dabei. Aber wie soll ich da rankommen, wenn das Ding hier nie hält? Nein. Falsche Position. Na, du bist ja eine Schlaue. Soll halt in die Mitte. Wie komme ich da ran? Hm. Nein. Falsche Position. Na. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich überlege, wie ich das Ding in die Mitte kriege. Jetzt eigentlich nicht richtig. Wenn ich mich jetzt da ranhänge, ist er dann nicht mittig? Hä? Ist das jetzt nicht sogar mittig? Nee, ich bin jetzt... Jetzt müsste der halt rübergezogen werden. Ich muss da rauf. Ey. Du bist aber auch... War das jetzt doch wieder zu früh? Hätte ich den ganz nach hier hinschieben müssen. Ach so, na klar. Ich mache es so wie die ganze Zeit. Und ich hätte ihn noch einen rüberschieben müssen. Und ich genau das versuche ich die ganze Zeit nicht zu machen, weil ich dann denke, ich bin falsch. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, gleich. Es sei denn, wenn sie sich da gleich ranhängen, geht das wieder ganz rüber. Dann weiß ich es natürlich nicht. Und wenn das jetzt wieder rüber... Geht immer so weit. Ist er jetzt nicht woanders? So, und jetzt hier rüber. Das ist doch richtig, oder? 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 Ich bin verwirrt. Ach, scheiße, es ist wieder falsch gewesen. Oh, Manu. Und dich töte ich da hinten gleich, wenn du nicht aufhörst zu jammern. Ich habe halt das Problem, dass wenn ich mich da jetzt ranhänge, dann bleibt er doch nicht in der Mitte, oder? Ne. Oder bin ich doof? Hier war ich doch jetzt auch schon 100 Mal, ne? Ich habe voll den Denkfehler, glaube ich. Ich glaube, es ist voll easy-measy. Und ich mache mir voll die Gedanken. Das hatte ich doch auch schon 100 Mal. Das funktioniert nicht. Es muss halt wirklich da in der Mitte stehen bleiben. Hä?
tralala. Es kann sich nur um Stunden handeln. Aber ich beeile mich schon. Eigentlich beeile ich mich gerade schon. Na. Und wenn man einfach mal ein bisschen früher loslässt, geht das nicht? Lass mal ein bisschen eher los, Lara. Ja, der geht ja auch voll über die Mitte hinweg. Bleib doch mal in der Mitte stehen. Geht nicht. Hör auf zu spielen und ihr macht das. Tschüss. Doch, das geht. Das muss gehen. Ach, hab ich's endlich mal kapiert, ja? Ich Dominus hab's endlich mal hingekriegt. Ich dachte, ich würde der Star in meinem eigenen Action-Film. Okay, geschafft! Voll der actionreiche Auftritt. Was hat sie denn jetzt geschafft? Dass ich das da rüberbringen kann? Alex! Oh Gott! Ich muss da reinkommen. Alex, ich hole dich ganz schnell da raus. Okay, jetzt den Weg freiräumen. Wie soll ich denn den Weg freiräumen? Lass mal los. Ich muss ja wieder nach rechts jetzt, ey. Ich krieg'n Rappel. So, komm. Das Rohr ist weg, damit ich das jetzt daran bashen kann. Jetzt mache ich das, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe. Genau. Jetzt wird das nämlich richtig sein. Jetzt müssen wir nur noch da ran schießen und dann. Wäscht das uns die Tür frei. Toll. Das war aber gar nicht so spektakulär irgendwie. Dann kriegst du voll einen Schlag weg. Das funktioniert nicht. Irgendwie hat das nicht gereicht. Kann das sein? Das war noch nicht mit Wumms genug. Das war einfach noch nicht doll genug. Oder doch? Ach so. Wieder wegnehmen. Wieso ist denn dadurch der. Naja, egal. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mach raus. Oh Gott. Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg mehr. Was machst du denn? Du bringst uns doch um. Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Wir haben sie. Die anderen zielen auf uns. Was soll ich machen? Was wollt ihr von mir? Krass. Cool. Aber mal ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob das.
Nuschelst du da schon wieder, Lara? Warum alle sterben müssen, ich weiß auch nicht. Mal ehrlich, hätte sie nicht. Oder ist es zu viel verlangt von mir, zu sagen, da hätte sie ihm auch einen Kuss auf den Mund geben können? Als so ein Freundschaftskuss auf die Wange. Ich meine, zu wissen, der stirbt gleich und war wahrscheinlich in sie verguckt. Ah, naja. Ich finde das halt, ist zwar nett gemeint, so ein Küsschen auf die Wange. Aber irgendwie, ich meine, das war jetzt ja auch nicht der schlecht aussehendste Kerl. Und der war noch total jung und hat sich voll geopfert und ist gestorben. Wer weiß, wie alt er war, wahrscheinlich auch irgendwas nur mit 20 oder so. Sich auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Aber na gut, vielleicht ist es wie gesagt auch zu viel verlangt von mir. Ich weiß nicht. Kann man nochmal? Nein, man kann auch gar nicht. Es ist ja auch alles, es ist weg, ne? Ich glaube, das ist jetzt wirklich weg, das andere Teil. Okay, dann müssen wir hier rauskommen. Wie komme ich hier wieder weg? Jemals? Durch das Loch ja wohl nicht wieder, oder? Da bin ich doch hergekommen. Einfach wieder raufklettern? Ich glaube schon. Ah. Das ist so cool, dass wir jetzt dieses Seilteil benutzen können. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr klettern. Sie lässt sich jetzt einfach nur noch hochfahren. Ja, schon sind wir wieder oben. Finde ich gut. Jetzt müssen wir nur noch den anderen wieder Bescheid sagen. Jawohl. Ich hoffe, da unten war jetzt nichts mehr. Haben wir hier eigentlich alles angeguckt? Ich will mal mich hier runterlassen. Vielleicht ist hier auch noch was zum Entdecken. Ich habe übrigens auch noch gemerkt, dass es auch noch so eine Schatzkarte oder sowas hier gibt. Moment, da muss ich jetzt mal... Da ist auch noch ein Geo. Wir können ja jetzt das hier runterholen, nehme ich mal an. Mit unserem seilharten Dingsbums. So. Aha. Ach, da geht's dann runter. Alles klar, Ru. Gut. Ja, mit 81, da kommen wir auch nicht groß weiter. Dann ist das ja wohl wieder unser Weg zurück, weil hoch hier geht nicht mehr, ne? Nee, da kann sie sich nicht hochklettern. Das ist der einzige Weg zurück, wie es scheint. Es sei denn, man übersieht noch ein Geo. Und zwar genau um die Ecke, den ich nicht eingesammelt habe. Okay. Übersehen. Ich würde gerne zur Schatzkarte noch gehen. Und die Reliquie hätte ich natürlich auch noch gerne. Oh. Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Forscher, Geheimnis der Insel. Sie haben etwas in den Klippen gefunden. Ein altes Grab. Vielleicht finde ich dort Antworten. Ja, vielleicht. Wäre gut. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Warum ist Lara immer so leise? Ich bin immer ganz still schon und bewege mich extra nicht, damit man sie auch hören kann. Naja, was ist denn hier? Kann ich das nicht auf... Stetten? Ja, so doch nicht. So. Ach ja. Es gibt aber halt noch mehr hier zu holen. Auf jeden Fall. Wir können ja jetzt uns auch die Reliquie da hinten holen. Oder unter uns eher. Irgendwie da war sie ja.
Genau, hier. Dann mache ich das mal. So. Die lasse ich mir doch nicht entgehen, jetzt, wo wir das Ding haben. Mhm. Das ist ein Tempo-Zug. Regia nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Hm. Eine Tempo-Zuho. Man sich auch mal merken hier, diese ganzen Namen. Und noch ein bisschen Bergungsgut. Wenn ich die ganze Zeit immer mit der einen Taste die Pfeile schieße, ist es immer eine andere als die, mit der man kämpft. Manchmal komme ich dazwischendurch auch immer durcheinander. Gut, dann haben wir das auch. Den Strang kann ich aber nicht aufmachen, ne? Nee, das sind immer diese anderen Spinte, die gehen. Gut, und dann die Schatzkarte. Wo ist das Ding jetzt? Das würde ich doch ganz gerne auch mal wissen. Dann muss ich da lang. Mhm. Da hinten. Wie komme ich da hin? Ach, jetzt ist hier gar kein Gas mehr. Dann geht das. Oder muss ich dafür nach oben? Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier rausgehe, dass ich nicht wieder zurück kann. Das wäre echt blöd. Wehe euch. Ich kann nicht mehr zurück. Doch, das geht jetzt. Genau, das war nämlich das hier. Das ging ja vorhin. Jetzt reißen wir nämlich auch voll die Wände ein. Jetzt können wir auch unten in das Grab gehen, was vorher gar nicht ging. Was haben wir denn hier noch? Ach, es ist so schön, so viele tolle Sachen zu finden. Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. Hm. Cool. Wir haben Fähigkeitspunkt bekommen, weil ich hier alles eingesammelt habe. Das freut mich natürlich. Das hätten wir natürlich auch mal in den anderen Gebieten schaffen müssen und nicht nur hier. Das wäre schön gewesen, ist aber nicht so. Wir sehen uns im nächsten Part von Tomb Raider und wahrscheinlich hopse ich jetzt hier noch so ein bisschen rum. Mal gucken. Komme ich da nicht hoch mehr? Echt nicht. Was ist denn hier noch? Was war das denn? Bunker an der Klippe, Komplettkarte. Ach, das war die Karte. Ach so. Alles klar. Dann holen wir uns als nächstes den Geo. Catch. Cage Catch. Weiß immer nicht, wie ich es nennen soll. Cage wahrscheinlich eher. Ich konnte gerade eben da fast rüberspringen. Das will ich jetzt noch schaffen. Oh Mann, oh, sie... Ja, komm! Oh. Warum kannst du dich da... Ja, sie will da einfach nicht rauf. Ne? Da ist wahrscheinlich auch einfach gar nichts. Ich mache mir hier viel zu viel Gedanken und Schussel herum. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt hole ich mir noch den da. Klipper den da ran. Lass mich hinauffahren. Lulu. Ich hoffe, das Lager hatte ich schon, ne? Ja, hatte ich aber, glaube ich. Was mache ich jetzt? Jetzt hänge ich hier oben. Ja. Ja. Wozu auch immer das gut war. Jedenfalls bin ich jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.